Willkommen wieder hier zurück oder neu auf dem Kanal. Ja, ich mache mich mal an den zweiten Teil noch, obwohl ich echt ja so ein bisschen geschockt bin über diese ganze Welle, die das auslöst und ja eine riesen Furore, wenn man dann nur mal irgendwas zu sagt und keine Ahnung. Und das zeigt eigentlich aber auch schon, ne, wie drüber das Ganze ist und wie wichtig es aber auch, finde ich, ist, sich damit kritisch eben auseinanderzusetzen. Und viel wollte ich dazu gar nicht mehr sagen zu dem Ganzen. Es ist ja auch letztlich nicht mein Thema. Das war ja auch nur ein kleiner Exkurs, weil es halt eben jetzt gerade auch so präsent ist, oder? Und ja, deswegen wollte ich hier noch mal ein paar Sachen reinbringen, die ich letztes Mal leider nicht mehr unterbringen konnte, beziehungsweise ja auch jetzt hier mit den Reaktionen zu tun haben auf dieses ganze Gedöns. Und ja, ich hoffe aber, ich kann das jetzt vielleicht ein bisschen knapper zusammenfassen. Gucken wir mal. Also ich war bei der letzten, beim letzten Video ist leider gerade bei so einem entscheidenden Punkt wieder das Video abgebrochen. Das war natürlich wieder typisch. Das war gerade der Punkt, also ein wichtiger Punkt, wie ich finde. Nämlich ging es um ja, Coaches, die sozusagen die gemäßigtere Variante anpreisen oder halt eigentlich sagen, ja, naja, sie sind eigentlich, gehören sie nicht zu dieser Red Pill-Fraktion und doch bedienen sie sich aber sehr dieser Pickup-Artist-Strategien und propagieren die auch und ja, du musst der gute Bad Boy sein und was weiß ich nicht was alles und so weiter und so fort. Was ja in Maßen, wie gesagt, also ich bin absolut der Meinung, da gehe ich total d'accord. Ja, natürlich gibt es biologische Gegebenheiten bei Frauen und aber auch beim Mann, nach denen halt Partnerwahl stattfindet. Das ist ja ganz klar und vielleicht auch in verschiedenen Lebensabschnitten unterschiedlich stattfindet. Ja, das ist sicher so. Nur was da halt so draus gestrickt wird und dann für abstruse Folgen und irgendwie jetzt Aktionen daraus gemacht werden, das finde ich doch echt ein bisschen schwierig und ja, auch einige, ja, auch wie ich weiß, das sieht man an den ganzen kontroversen Reaktionen, dass das überhaupt so eine Riesenwelle auslöst. Also was ich zu diesen gemäßigteren Coaches sagen wollte, ist halt, dass sie ja eben, wo man nicht so genau weiß, sind das nicht eigentlich die gefährlichsten oder ist das wirklich tatsächlich so eine Variante, mit der man sagen kann, okay, geht es hier wirklich um Persönlichkeitsentwicklung, geht es hier wirklich darum, dass die Geschlechter sich wieder mehr annähern, dass sozusagen die guten Bad Boy-Eigenschaften sich angeeignet werden, damit man wieder cooler wird mit den Frauen, ja, der Frauenfreund und so weiter. Ist das so oder ist es nicht eigentlich eben die gefährlichste Variante und natürlich schon auch so ein verkappter Frauenhass oder halt eben so diese, ja, diese Tipps halt, um möglichst viel eben Schlagzahl zu fahren, möglichst viele klar zu machen. Und es geht eigentlich überhaupt nicht darum, sich wirklich näher zu kommen, wieder auf irgendeiner Ebene zu begegnen und halt irgendwie vielleicht auch in Beziehung zu kommen. Was jetzt nicht heißen muss, dass jeder Beziehung haben muss, natürlich nicht. Das steht ja sowieso jedem frei. Aber ich finde es halt eben schon beachtlich, wie da so gewisse Dinge verpackt werden zum Teil. Und ja, dann eben gesagt wird, na ja, es geht um eine positive Männlichkeit und so weiter und so fort. Parallel wird aber dann doch immer so, naja, die Ehe oder die Beziehung als so ein Gefängnis so verspottet dargestellt. Und eben auch, da kommen wir wieder zu dieser massiven Schwarz-Weiß-Denke, die ich halt einfach sehr schwierig finde, dass halt im Prinzip jeder, der noch an Liebe glaubt oder sowas, wird so als totaler Dussel, voll Depp, irgendwie Naivling dargestellt, der in irgendeiner Disney-Welt lebt und so weiter. Und ja, nur der halt, der jetzt die Red Pill genommen hat und die Wahrheit anerkannt hat, der hat es halt verstanden. Und das finde ich schon irgendwie total daneben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und natürlich gibt es viel dazwischen einfach, ja. Genauso wie es einfach sehr viele Lebensmodelle gibt und dass es vielleicht auch Männer gibt, die stolz darauf sind, ihre Familie zu versorgen, was auch immer für sie jetzt Familie heißt und wer da alles dazu gehört, können ja auch irgendwelche Hunde sein und ich weiß nicht was. Oder genauso gibt es ja auch Frauen, die ja Karriere machen oder was auch immer oder eben nicht und halt in anderen Rollen aufgehen oder irgendwo ihre Passion leben. Und ja, es gibt halt noch Individualität, ist einfach so. Und ja, deswegen gibt es trotzdem auch gewisse Tendenzen. Das würde ich jetzt auch nie abstreiten. Und das macht ja auch Sinn, sich da, was weiß ich, tatsächlich persönlich weiterzuentwickeln. Ich weiß nur nicht, inwieweit das eben diese
Persönlichkeitsentwicklung, zur Mannwerdung und so weiter, wie das da manchmal so ein bisschen genannt wird, ob das halt tatsächlich so gemeint ist. Oder ist das halt einfach nur am geschicktesten verpackt, weil man natürlich verstanden hat, naja, wenn ich noch ein bisschen was abgrasen will auf der Frauenweide, dann sollte ich vielleicht mich nicht als den absoluten Hardliner und Frauenhasser outen, sondern dann muss ich natürlich schon so ein bisschen gediegen daherkommen und irgendwie sagen, ja, nee, ich mache einfach die coolen Männer hier, ziehe ich hier hoch und so weiter. Und ja, die sollen dann aber eben schön Schlagzeil fahren und sich bloß nicht im Gefängnis der Ehe irgendwie da unterjochen lassen. Also das ist schon so die Sache. Und dann wird auch immer propagiert, ja, hinterfragt alles, ne? Und da wird aber eigentlich, da darf gar nichts hinterfragt werden. Das wird total dogmatisch alles durchgezogen und wehe, da hinterfragt irgendwer einer was oder sonst irgendwie. Ja, dann gibt es da gleich auf den Dates irgendwie. Also das ist schon spannend. Und ja, auch dieses komplette Abstreiten eben von Individualität, ja, natürlich ist die da gegeben. Also ich meine, was jetzt Irmgard aus Buxtehude hot findet, muss mich jetzt noch lange nicht in Ekstase versetzen und umgekehrt. Und das ist ja auch gut so. Und genauso denke ich halt, ist es halt, gibt es irgendwie diese Grautöne gar nicht mehr. Es ist alles so in Stein gemeißelt und hier ist die allgemeine Wahrheit. Und wenn du sie noch nicht verstanden hast, dann bist du halt irgendwie so ein Blue-Pill-Simp und diese ganzen dummen, diese ganzen Begriffe da irgendwie werden dann da reingeworfen. Und ja, also mir fehlt da so ein bisschen, wie soll ich sagen, eben so ein bisschen die Schattierungen in dem Ganzen. Es wird doch mit so einer großen Härte und Bestimmtheit da irgendwie vertreten und ja, da weiß ich nicht. Ich denke halt, es gibt einiges dazwischen und nicht jeder, der vielleicht noch im Ansatz irgendwie an Liebe glaubt oder dass es den richtigen Menschen für dich gibt oder zumindest auch vielleicht für gewisse Lebensabschnitte, ja, das kann ja auch sein, kommt vielleicht auch am ehesten hin, dann ja, dann bist du nicht irgendwie ein Volltrottel, der jetzt deswegen irgendwie in Disneyland oder in Rosamunde Pilcherland lebt. Ja, und das ist mir halt schon ein bisschen, ist, finde ich halt sehr, sehr schwarz-weiß gezeichnet. Spannend ist auch zum Beispiel, was ich beobachtet habe, dass dann, ja, einerseits wird sich da so echauffiert über, und das seien irgendwie nur Beschämungstaktiken, wenn dann halt gewisse Frauen das mal ein bisschen kritisch beleuchten und nur sagen, ja, wer hat dich denn verletzt und so weiter, was ja offensichtlich, also nun doch nicht so weit hergeholt ist, wenn man sich auch so gewisse Reaktionen anguckt, die da so dann gleich aufkommen, aber dazu gleich nochmal was. Ja, ich meine, es ist ja irgendwie offensichtlich, dass man sich dieser Bewegung jetzt nicht anschließt, weil alles irgendwie in Butter ist, alles flockig läuft und man so wahnsinnig zufrieden ist mit dem ganzen Verlauf und man jetzt einfach ein bisschen gute Vibes und Euphorie reinbringen will, sondern da ist ja schon teilweise ordentlich Zunder dahinter, ganz schön viel Frustration und Hass. Und ja, wenn man das dann so ein bisschen aufgreift oder die Frauen das halt teilweise vielleicht auch so ein bisschen schnippisch dann da kontern irgendwie, ja, dann heißt es, ja, das ist halt nur so eine Beschämungstaktik und was weiß ich, was für Strohmänner und keine Ahnung. Und es kommt gleich der total billige Gegenkonter von wegen irgendwie Omi, nur weil die vielleicht jetzt in den 30ern und 40ern ist, was jetzt ja von Oma noch deutlich weit entfernt ist. Und die könnte ja im Gegenzug genauso sagen, also wir wissen jetzt ja das Alter nicht, aber die könnte ja genauso sagen, ja, was will der Dreikäse-Hoch-Bubi, der jetzt schon so verbittert ist, was will der mir denn vom Leben erzählen? Also das könnte sie genauso tun, was natürlich auch keinen Sinn macht und was uns natürlich auch nicht weiterbringt. Aber ich meine jetzt nur, also zum Thema Beschämungstaktik und so, ne, das ist ja im Grunde genommen, ist das ja genau das Gleiche, dann zu sagen, die Red Pill Oma und keine Ahnung, die Red Pill Omas regen sich auf und so weiter. Und ich glaube, das ist, ja, es ist schwierig und das bringt uns halt irgendwie nicht weiter. Und da sieht man eben auch, wie allergisch da auf dieses ganze Ding reagiert wird, wenn man das mal so ein bisschen kritisch beleuchtet. Und ja, wird eigentlich dann selber beschämt, ja, und auf die Tour eigentlich gekommen. Und das finde ich eh auch einen spannenden Widerspruch, denn es wird ja so, es besteht ja so die Annahme oder es wird ja so behauptet, die Frau ist eben so, ja, so Opfer ihrer Hormone und ihrer Emotionen, was ich jetzt gar nicht in Gänze bestreiten würde. Also wir sind nun mal diesen Hormonen und diesen Zyklus und diesen ganzen Dingen ausgeliefert und der Zeit und so weiter und so fort. Aber wobei man ja sagen muss, die Männer ja auch auf ihre Art, ne?
Und dann muss man ja auch noch sagen, eben diese biologischen Faktoren und Attraktion ist halt irgendwie auch keine Wahl so wirklich, ne? Das ist so. Und als würden jetzt die Männer sagen, also das kam dann auch noch, das fand ich aber okay, das finde ich dann noch konstruktiv. Jemand hat ja bei mir auch geschrieben, da irgendwie, ja, irgendwelche Untersuchungen von Datingportalen, dass das angeblich nicht stimmen würde mit der Optik, dass Männer so nach der Optik gehen würden. Und da muss ich halt sagen, also dann, wenn das wahr sein sollte, dann war ich bisher auf dem falschen Planeten unterwegs. Und keine Ahnung, also ich glaube, das hat halt mit der Realität einfach nicht viel zu tun. Ich glaube, dass wir alle optisch auswählen, das ist doch auch logisch und natürlich und okay, das ist nun mal das Erste, was man halt sieht, oder? Aber wobei ich sagen würde, dass auf jeden Fall die Männer noch viel mehr danach gehen als die Frauen. Ich glaube, ein Mann kann bei einer Frau, so meine Erfahrung ist das halt, viel mehr punkten oder viel mehr rausreißen mit Witz, Charme, Charisma, was auch immer. Jetzt sagen wieder die in der Bewegung, ja, genau das wollen wir ja, da wollen wir ja hinkommen und das den Männern mitgeben. Ja, das ist ja in gewissem Maße auch schön und gut, wenn es darum geht, aber eben. Ich finde halt, es wird trotzdem parallel schon immer so ein Frauenbild hochgezogen oder so ein Ja, dann, was weiß ich, wenn du dann wirklich in Beziehung bist oder in der Ehe oder was weiß ich, ja, dann bist du der Depp und dann ist dein Leben zu Ende und die Frau wird immer dicker, wobei wir da ja auch mal ganz klar sagen müssen, ne? Also da, auch da gibt es ja andere Szenarien und wie häufig gibt es das, dass der Mann sich einfach sicher fühlt und vollkommen gehen lässt. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Nur kurz halt eben, ja, zu diesen ganzen Sachen mit Studien und so weiter. Also ich kann für fast alles Mögliche irgendwelche Studien finden und heranziehen und das Ganze irgendwie untermauern. Und ja, also dass Männer jetzt nicht nach der Optik gehen, ja, weiß nicht, von mir aus haben die das untersucht und rausgefunden. Aber da kommen wir eben auch wieder zu einem wichtigen Punkt. Es ist halt so, es gibt halt Studien und es gibt halt das, was man so in seinem eigenen Leben, in seinem eigenen Umfeld, in seiner Arbeit vielleicht selbst erlebt. Und ich glaube, das wiegt halt immer schwerer als irgendwelche diffusen Untersuchungen, die irgendwer irgendwie mal angeblich gemacht hat. Das kann man ja zum Teil heranziehen. Klar, das ist ja auch hilfreich und so. Ich meine, es gibt genug Sachen auch aus der Psychologie. Natürlich kann man die anwenden und die machen ja auch Sinn bis zum gewissen Grad und so weiter. Aber ich glaube eben, wie gesagt, es gibt halt so gewisse Dinge, da wiegt immer das, was man selbst erlebt hat und was man selbst berichten kann, schwerer. Und wenn man jetzt nicht gerade so einen eingeengten Horizont hat, ist das ja auch was Gutes. Das ist ja dann nichts Schlechtes. Das ist ja zum Beispiel genau wie bei, ja, ich will jetzt nichts groß darüber sagen, aber genau wie halt bei der Pandemie irgendwie zum Beispiel, dass halt die Leute so viel, diese Maßnahmen halt als so übergriffig und so ätzend irgendwie und unnötig empfinden, gerade halt auch mit der Dauer und so weiter und so fort, weil sie halt viele halt in ihrem eigenen Umfeld, ja, da kriegt man vielleicht mal mit, okay, ja, da ist ein schwerer Verlauf und hier und da gab es aber vielleicht halt eben bei der Grippe auch schon und so weiter und so fort. Und sind aber halt Verläufe, da hat einer noch nicht mal groß Schnupfen gehabt oder hat halt nichts mitgekriegt. Und deswegen haben die Leute das dann halt so über, weil sie halt, natürlich zieht man immer irgendwo die Referenzwerte, die man halt selbst so erlebt, mit ran. Und das ist ja auch, wie gesagt, wenn man jetzt nicht so einen komplett beschränkten Horizont hat, auch in Ordnung. Deswegen, also das so ein bisschen zu den ganzen Studien. Ich denke auch eben, also das finde ich so ein Riesenwiderspruch auch, dass im Grunde kommt halt der Vorwurf, ja, die Frauen unterliegen ja so stark ihren Hormonen und ihren Emotionen und haben sich da eigentlich so überhaupt nicht im Griff und wissen eigentlich gar nicht so, was sie so ganz genau machen und wonach sie auswählen und so weiter und so fort. Und übernehmen keine Verantwortung. Und auf der anderen Seite versammelt sich aber gerade hier irgendwie so die kollektiv gekränkte, verbitterte Truppe zum Klageliedmarathon und gibt eigentlich jegliche Verantwortung ab und entmannt sich ein Stück weit auch irgendwo damit und sieht das aber nicht. Und das ist, glaube ich, so der Punkt. Und dann werden dogmatisch irgendwelche Indizien dafür gesammelt, auch noch, die da so ihr Weltbild und ihre Position untermauern sollen und warum sie eigentlich ja so benachteiligt sind jetzt in der Gesellschaft. Und ja, also die Frauen sind einfach der Gynozentrismus. Die Feminisierung der Gesellschaft, das sind die Probleme, die wir jetzt haben. Und das finde ich halt schon so ein bisschen
fragwürdig. Und das Wookie-Pookie-Modell hat es auch gesagt, da steht es auch geschrieben, wie benachteiligt die Männer sind und so weiter und so fort. Ja, und wenn ich mir das natürlich immer wieder vor Augen halte und einrede und weiß ich nicht, dann sehe ich das natürlich auch überall, ist ja klar. Und genauso kann man halt für gewisse Gegenpositionen ja auch Beispiele heranziehen. Ich kann jetzt auch hier mal Statistiken aufführen oder was weiß ich, wie viele Frauen in ihrem Leben schon sexuell belästigt wurden. Also jetzt tatsächlich nicht diese, was ich auch daneben finde, ja, dieses alles ist toxische Männlichkeit und so weiter, ist ja klar, ist ja kein Thema, natürlich gibt es das. Und trotzdem gibt es auch viele Fälle von wirklichen Übergriffen und keine Ahnung, alles Mögliche und immer noch Fälle, wo einfach Frauen zum Beispiel für den gleichen Job oder für eine noch bessere Arbeit weniger bezahlt bekommen. Oder warum haben wir noch solche Phänomene wie Genitalverstümmelung auf der Welt überhaupt? Und also gerade ja so krass und mega grausam bei den Frauen. Warum haben wir das überhaupt noch auf der Welt? Und in unseren Graden, wo wir es vielleicht nicht haben, da lassen die Frauen von Kopf bis Fuß freiwillig an sich herumschnipseln, weil sie irgendwie das Gefühl haben, es sieht nicht so aus wie, was weiß ich, im Porno irgend so eine Kindermumu und keine Ahnung, oder halt am ganzen Körper. Und ja, auch junge Frauen, ja, die ja eigentlich auf dem Zenit ihrer Attraktivität gerade sein sollten und so weiter und so fort. Warum haben wir das alles? Warum sind überhaupt Schönheitschirurgie, Kosmetikindustrie, Fitnessindustrie, warum sind das so riesen Gelddruckmaschinen irgendwie, wenn Frauen alles so auf dem Silbertablett serviert bekommen und alles so easy ist für die, ja, und angeblich auch noch die Tests, sie angeblich noch an irgendwelchen Unis bevorzugt werden und so weiter und so fort. Also ich weiß nicht, das sind halt alles so Dinge. Warum sind die größten Kriegstreiber in der Welt Männer, die meisten Serienmörder, die meisten Psychopathen? Also ich meine, das ist jetzt, man findet für alles irgendwelche Statistiken, Zahlen, Indizien und so weiter, mit denen man diese Dinge untermauern kann. Und deswegen, ja, finde ich das eben halt, ist es so ein bisschen schwierig, ja. Und ich kann mich natürlich jetzt darauf die ganze Zeit fokussieren und um da irgendwie meinen Jammermarathon fortzusetzen. Aber bringt uns das halt irgendwie weiter? Und ist es nicht eigentlich genau das, suggeriert das nicht genau diese verbitterte, verzweifelte Haltung, aus der sie ja eigentlich raustreten wollen mit dem Ganzen? Das ist so eben so das Ding, wo ich mich halt frage, bringt es das irgendwie? Und oder merken sie nicht selber, dass das halt irgendwie Sackgasse und Eigentore sind? Eben jetzt mal abgesehen von einer wirklichen Persönlichkeitsentwicklung oder einer wirklichen Stärkung ihrer Persönlichkeit, von mir aus auch ihrer Männlichkeit, wie auch immer. Und dann eben so zu tun, ja, sie fühlen sich da bedroht. Und also die Frauen fühlen sich jetzt bedroht von dem und keine Ahnung. Nein, die können es einfach nicht ernst nehmen. Also das ist meine Wahrnehmung. Das geht mir ehrlich gesagt auch so. Und das geht einigen Frauen so. Das ist einfach, die entmannen sich dadurch irgendwie, machen sich lächerlich ein Stück weit, finde ich. Also zumindest in dieser dogmatischen Fassung, ja. Das ist ja genau der gleiche Grund, warum man praktisch, wenn man jetzt sich in der Frauenrolle auch nur halbwegs irgendwie wohlfühlt und ja, man möchte vielleicht seine Rechte stärken und man möchte vielleicht irgendwie, ja, natürlich eben nicht benachteiligt sein und so weiter und so fort und möchte seine Stimme stärken, dann findet man sich aber trotzdem eben im Feminismus halt eigentlich nicht wieder. Warum? Weil es dieses verbohrte, fast vermännlichte irgendwie mit dem Holzhammer hat und damit will man sich eigentlich nicht identifizieren und das ist so ein bisschen so ähnlich und deswegen denke ich halt, da muss man sich halt so ein bisschen fragen, also bringt es das, wo kommen wir da hin und ist es wirklich so, dass das uns irgendwie weiterbringt, aber wenn das für so viele der Fall ist, ja, dann ist es doch schön, ich meine, dann ist es doch okay, ich denke, es führt halt mehr zur Spaltung. Und wie gesagt, ich denke eben nicht, dass viele sich da bedroht fühlen, sondern dass sie es einfach lächerlich finden und dass sie es irgendwie nicht ernst nehmen können. Das ist so das, was ich halt eben raushöre und spüre. Und also ich denke halt, es ist ein bisschen, und das ist auch wieder so eine Parallele zu dieser ganzen Narzissmusbewegung eben auch, ist halt so die Frage, ne? Wenn ich jetzt immer wieder an diese Partner gerate oder mir immer wieder dies oder das oder jenes passiert, dann sollte ich vielleicht schon mal irgendwie fragen, was hat das mit mir zu tun?
oder? Und ja, und dann halt irgendwie die Quintessenz draus ziehen und sich, dann kann man sich ja auch positiv weiterentwickeln oder vielleicht irgendwie eine Balance finden. Aber ich glaube halt, dieses spöttische, höhnische, ja, die ganze Zeit jetzt auf der Frauenwelt rumhacken und was weiß ich, und da wollen sie nur den Mr. Sexy und da wollen sie dann den und den. Ja, ich meine, die Männer, gerade die Männer, die sagen ja auch nicht, ja, ich möchte da irgendwie bitte die dickste, runzligste da irgendwo am Horizont, die ist bitte für mich. Also ich meine, das ist ja auch nicht der Fall. Insofern, darüber könnte man jetzt auch nur noch sich abreagieren. Und ich glaube, dass es eben Bullshit ist, dass die Frauen jetzt sich jetzt mega bedroht fühlen, weil die Männer aus ihrem Gefängnis ausbrechen. Nein, sie bauen sich selber eins durch diese ganze Weltsicht. Also es ist eine Sackgasse. Also denke ich zumindest halt diese Hardcore-Version, ja. Und dann, ich meine, das ist ja auch ein ganz, ganz banales Beispiel für Psychologie im Grunde, dass wenn du dir so eine Welt zusammenstrickst, natürlich begegnet dir das dann auch immer wieder als Spiegel und du wirst in deiner dich selbst erfüllenden Prophezeiung dich auch so verhalten, dass du genau das wieder gespiegelt bekommst. Und dann kommen irgendwie auch diese Argumente, ja, und eigentlich ist es nämlich so, dass die ganzen Frauen dann wieder die Männer stehen lassen und hier und da und auf so eine asslige Weise abservieren. Und ja, ich meine, ich habe ja hier auch die Fälle, das gibt es ja auch alles. Und dass Frauen dann schnell irgendwie, ach, ja, jetzt hier noch schnell ein Kind und so. Und dann verkrümeln sie sich halt wieder und wollen nur das Geld. Und keine Ahnung, das gibt es ja alles. Es ist ja gar keine Frage. Aber es gibt alles. Und es gibt auch genug in der anderen Richtung. Und ich glaube eben nicht, dass es uns so wahnsinnig weiterbringt. Und irgendwann muss ich mal an den Punkt kommen, zu gucken, ja. Was kann ich vielleicht auch an mir machen und ohne aber eben so eine übergestülpte Fake-Identität, wie jetzt halt diese ganze Sache mit dem Alpha. Ja, also es muss ja jeder für sich den Weg finden, das ist ja auch alles okay, aber ich weiß nicht. Genau, und das wollte ich auch noch dazu sagen, dann wird ja auch noch bestritten, es sei eine Ideologie oder es sei eine Bewegung. Ja, und es hätte nichts mit Kränkung zu tun, aber wenn ich mir dann also die Kommentare, die ich bekommen habe zum Teil und wie das abging, ja, also da werden dann sofort die Beleidigungen ausgepackt und so völlig, wo man genau merkt, und das ist auch wieder so ein bisschen dieses Narzisstische halt, was ich meine zum Vergleich, ne, das ist sofort diese Kränkung und dann geht's los und dann wird eingeprügelt und, also ich meine, klar, die Kommentare, die halt so heftig waren, die habe ich auch nicht durchgelassen, aber da wird dann auf mich und auf jeden zum Teil, der da kommentiert hat, irgendwie, ja, wird dann da eingeprügelt und dann kommen solche Textwände und ich habe auch wirklich versucht, mir da manches durchzulesen, habe das jetzt ja auch versucht, hier so ein bisschen einflechten zu lassen und ich fühle mich als Mann diskriminiert. Aber wo habe ich denn irgendeinen Mann diskriminiert? Also ich habe doch nur das ein bisschen wiedergegeben und ein bisschen zerpflückt, was da so gesagt wird. Irgendwie, das ist auch schon wieder so eine Verdrehung, ja. Also ich habe ja nichts pauschal gegen Männer irgendwie gesagt oder sonst irgendwas. Ich habe nur ein bisschen, ja, ein bisschen flapsig halt angedeutet, dass ich halt finde, dass man sich damit ein bisschen zum Affen macht mit dieser Bewegung. Und das finde ich auch und das finden viele Frauen. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich entscheiden. Und aber ja, ich finde, und genauso schräg finde ich es und genauso daneben finde ich auch, wenn Frauen, eben frauenhassende Frauen, die sich aber natürlich hinter ihrer Grand Dame, Lady, was weiß ich was, Fassade da verstecken, eigentlich auch auf ihrem Kanal da die Bühne für Cybermobbing irgendwie eröffnen. Ich finde, man hat irgendwo auch so ein bisschen Verantwortung mit so einem Kanal. Und ja, also wie gesagt, ich lasse hier auch nicht alles durch, und ich habe nichts dagegen, wenn das ein bisschen kontrovers diskutiert wird, aber wenn da halt nur irgendwie die Textwände kommen und eingeprügelt wird auf die einzelnen Leute und auch wirklich dann so beleidigt wird, also das hat auch nichts mit Argumenten zu tun, ist übrigens aber auch was ich beobachte teilweise in diesen, ja, bei den anderen dann eben, bei diesen Red Pill-Geschichten teilweise in den Kommentaren, wo dann einfach nur, oh, bester Mann, wo man einfach sieht, ja, die setzen sich doch gar nicht gescheit mit dem auseinander. Die fühlen sich jetzt dann nur bekräftigt in ihrem irgendwie zurückgewiesenen Ego und keine Ahnung. Und also feiern da halt ihre Gottheit ab. Aber ja, ich weiß nicht. Und dann eben ja, also diese Kommentare eben so zum Thema, es geht nicht um Kränkung und es ist keine Ideologie und keine Bewegung. Ja, warum eskalieren die dann so durch? Also
und nennen sich dann auch noch irgendwie der Admiral, der Legionär und Co. Ich meine, der eine hat sich wenigstens, ist wenigstens bei Hans Wurst geblieben, das ist dann noch, trifft vielleicht noch mehr zu, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es ist der totale Wahnsinn. Und warum schießen die dann so übers Ziel hinaus, ja? Also ich meine, ich habe wirklich überlegt, habe ich jetzt hier irgendwas Schlimmes gesagt? Habe ich jetzt irgendwas, keine Ahnung? Und eben, das konnte ich eigentlich jetzt nicht sehen. Und aber wie gesagt, also ich habe kein Problem damit, wenn man sich damit kritisch auseinandersetzt. Aber wenn das dann solche Formen annimmt, das zeigt mir eigentlich eben genau das, dass man halt da eigentlich wunde Punkte getroffen hat. Ja, und halt so gewisse Ungereimtheiten halt so ein bisschen offengelegt hat. Und dann wird da gleich übers Ziel hinausgeschossen und völlig aus dem Ruder gelaufen. Und das finde ich eigentlich schon bezeichnend. Also gerade einfach diese, ja, diese Reaktion, dass das so voller Hass, Verzweiflung, fast fanatisch ist es ja, verbohrt. Und irgendwie, ich denke halt, das bringt halt keinen weiter. Aber wer sich da zu Hause fühlt, ist ja in Ordnung. Kann ja jeder machen, wie er möchte. Ich denke aber halt eben auch, und das ist so das nächste Ding, auch ähnlich wie zu dieser ganzen Narzissmusgeschichte, es ist eben auch ein Business, ne? Und jetzt haben da halt Leute gesehen, okay, da gibt es irgendwelche Coaches ganz oben, da rennen halt die Scharen irgendwie so schafmäßig, lemmingmäßig hinterher und feiern das halt ab. Wobei ich jetzt eben ja nicht sagen würde, dass nicht manchmal auch was dabei ist, was man sich rausziehen kann oder was ich jetzt, das ist ja auch alles schön und gut, aber manches finde ich halt schon sehr, sehr kritisch. Übrigens ist mir auch aufgefallen, dass viele sich eben entweder hinter diesem Pseudowissenschaftlichen verstecken, aber auch sehr stark hinter Technik. Und da sollte man halt vielleicht auch nochmal differenzieren, macht jemand einfach toll aufgemotzte Videos mit Einspielern und so, die ja teilweise jetzt auch schon eins zu eins dann geklaut werden von einem Stock tiefer irgendwie, wo ich mir auch denke, oh Mann, naja, okay. Ja, ist vielleicht ganz lustig, wäre mir jetzt zu peinlich, das genau eins zu eins zu übernehmen, aber ja, auch das muss ja jeder selber wissen. Auf jeden Fall, ja, eben sehr stark hinter Technik und oder eben der Stimme, also nur Podcast, ja, wo ich mir auch denke, ja, das ist natürlich auch, das ist auch sehr bequem. Auch da kann man sich natürlich immer extra nochmal zurücklehnen und sich extra auslassen über die, was weiß ich, unsichere Mimik, Gestik von anderen Leuten, wenn man sich halt selber gar nicht so zeigt, ne, und gar nicht so verwundbar macht. Das ist halt eine sehr, ja, bequeme Position, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, heißt nicht, dass es nicht manchmal unterhaltsam und lustig sein kann. Ist halt die Frage, nehme ich deswegen, und ich glaube, da lassen sich eben auch viele blenden, plus eben von dem Fakt, dass halt da viele in Heerscharen hinterherrennen, ja, ist der Inhalt irgendwie so brauchbar oder eins zu eins tatsächlich so zu übernehmen oder sollte da halt doch vielleicht noch mal jeder irgendwie selber denken. Und ich denke, ja, es ist halt, wie gesagt, auch bei dem Narzissmus-Ding, es ist halt irgendwie wird da halt auch gewittert, naja, es scheint halt auch ein Zweig zu sein, es scheint auch ein Business zu sein. Plus ist eben den, ja, vielen Verletzten, Gekränkten da in dem Pool eben kommt es halt sehr genehm, na, und läuft das halt da genau jetzt ihnen rein und Wasser auf die Mühlen. Und diese Kombination, denke ich, kann halt tückisch sein, finde ich halt schwierig. Es ist, ich denke, Fanatismus, das hat noch nie irgendwo hingeführt. Aber wie gesagt, ich sage auch nicht, dass alle dazu gehören. Ich sehe aber, und das habe ich jetzt hier erlebt, allein an den Reaktionen, dass es eben doch ein ordentliches Grüppchen gibt, auf das das halt zutrifft. Und wenn dann auch so angeführt wird, ja, und die Frauen sind die Bösen und die Frauen verlassen die Männer und machen dies und das und also das wollte ich auch noch mal sagen, genau nur ganz kurz, das ist schon wieder viel zu lang. Es ist wirklich häufig so, und das ist jetzt nur ein Szenario, ja, es gibt alle möglichen, aber es ist wirklich ganz häufig so, dass die Männer auch denken, ja, so aus nichts, ne, aus nichts hat die mich jetzt stehen lassen oder hat er mit dem gepimpert und keine Ahnung und aus nichts. Dabei ist es wirklich sehr häufig so, weiß ich aus meiner persönlichen Erfahrung und aus meinem Umfeld, dass die Frauen manchmal sich echt dumm und dämlich quatschen, im Mund fusselig reden und versuchen konstruktiv mit dem Mann zu kommunizieren, was sie stört, was sie gerne anders hätte, was sie vermisst und was sie da für Optionen sonst sieht oder wie auch immer und wie man das beheben könnte und sich wirklich versucht, in Ich-Botschaften und total konstruktiv dem Blumenkohl ans Ohr blubbert. Und es ist aber manchmal so, dass die Männer wirklich
ist meine persönliche Erfahrung einfach, könnt ihr mich wieder tothauen, aber es ist so, dass Männer halt sehr stark manchmal auch eher dazu neigen, Dinge zu verdrängen einfach. Und ja, auch gerade wenn es so an ihre Kernunsicherheiten geht oder Dinge, die halt sehr wunde Punkte sind. Und ja, das haben wir ja alle irgendwie dazu, die Neigung, ne? Aber dass sie gerade diese Sachen dann eben, anstatt anzugehen, eben lieber, ja, sagen wir mal, in Abrede stellen oder so ein bisschen nach hinten schieben und sich das vielleicht irgendwie anhören, aber das für sie so schmerzhaft und unangenehm ist, dass sie sich mit dem lieber nicht auseinandersetzen. Und die Frau ist dann irgendwann halt vollkommen frustriert und dann passiert halt irgendwas. Und der Mann denkt dann so, oh, ist nichts und so. Und das ist häufig nicht so, sondern die Frau hat echt gerüttelt und geschüttelt und gequatscht und versucht und so. Und ja, das ist dann, kommt halt manchmal dann dabei raus. Aber wie gesagt, das soll jetzt auch wieder keine Verallgemeinerung sein. Das ist nur tatsächlich ein Erfahrungswert, den ich habe. Und das ist einfach nur jetzt ein Szenario. Und ja, wie gesagt, ich sehe halt so ein bisschen kritisch, dass das so ungefragt in Scharen einfach so übernommen wird und sich da auch so eben so dogmatisch, fanatisch reingesteigert wird. Das finde ich eben schon kritisch. Schreibt es mir gern wieder in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Tschüss.